guten Tag zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück beim kleinen grünen dicken Schotten-LKW und unserer illustren Plauderrunde. Eigentlich wollte ich gerade die Bonusfolge aufnehmen von The Night of the Rabbit, aber irgendwie startet die nicht. Und beim Eurotruck-Simulator kam auch gerade ein Update. Allerdings sind wir noch da, wo wir aufgehört haben. Das ist komisch. Normalerweise wird man doch dann immer, wenn ich mich nicht täusche, zurück an seinen Garagenplatz geschickt. Aber was soll's. Egal. Also The Night of the Rabbit möchte im Moment nicht. Deswegen gibt's jetzt stattdessen eine Folge Eurotruck-Simulator. Ist doch was Schönes. Na, hallo hier. Ich möchte gerne bitte... wo sind wir denn? Oh, wir sind ganz schön weit weg. Oh, sind wir weit weg. Oh. Jetzt können wir wieder zurück nach Katowice fahren, ne? Das ist auch ein Witz. ich möchte jetzt eigentlich nicht die ganze Zeit hier immer in denselben Ecken rumgurken. Ist alles so weit weg. Komm, wir fahren einfach mal drauf los und gucken mal, ob wir nicht vielleicht irgendwo anders einen Auftrag finden. Ach nee, wir sind ja hier irgendwo am Popo der Welt, ne? Ach komm, wir fahren einfach mal. Wir fahren einfach mal so, wir fahren einfach mal, machen einfach mal eine leere Fahrt. Haben wir ja auch schon des Öfteren mal gemacht, wenn wir irgendwelche Sachen nicht zugesagt haben. Hui, der ist aber schnell ohne Anhänger. Nee, wir fahren jetzt einfach mal in die nächstgelegene Stadt und gucken da mal, ob wir da vielleicht irgendwie ein paar andere schöne Aufträge bekommen. Ja, ich wollte mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was so in den letzten 3 Folgen von euch so gesagt worden ist. Also zum Ersten gab es ja da das mit dem Studium. Da war das wohl so, dass es wohl teilweise so rübergekommen ist, als ob ich die Studenten alle so als faule Socken bezeichnet habe. Das habe ich natürlich nicht so gemeint. Nicht jeder Studierende ist eine faule Sau. Ja, das gibt's in allen möglichen Lebenslagen, egal ob man jetzt Student ist, Schüler. Arbeiten geht halt ganz normal oder es ist eigentlich total wurscht, was man macht, aber faule Menschen gibt es halt nun mal überall. Wie viel darf ich hier fahren? Ich bleib mal so bei um die 60, ne? das war jetzt nicht nur auf die Studenten bezogen. Es ist halt einfach nur so gewesen, dass ich persönlich halt einfach sehr, sehr viele Studenten kennengelernt habe, bei denen man einfach gemerkt hat, die machen das offensichtlich irgendwie nur so aus, weiß ich nicht, nicht unbedingt aus Spaß an der Freude, sondern einfach nur, um halt irgendwie zu sagen, sie studieren, aber in Wirklichkeit sind sie halt dann doch irgendwie den ganzen Tag vorm PC oder machen andere Dinge, die eigentlich nichts Gutes für ihr Studium. Nee, das war ein doofer Satz, was halt überhaupt nichts mit dem Studium zu tun hat. So, wir gehen jetzt schlafen, doppelt gemoppelt. Vielleicht ist hier ein Platz zum Schlafen. Jawohl. Weil wenn wir jetzt einmal... Ja, so, und schlafen. Wenn wir jetzt nämlich einmal schlafen, dann dürfte wahrscheinlich Nacht... Nee, nicht. Okay, dann fahren wir weiter. Ich wollte nämlich nicht, dass wir jetzt dann irgendwie in die Bredouille kommen, dass wir hier irgendwie unterwegs wieder einpennen. Was ich sagen wollte, habe ich vergessen. Ich wollte sagen, dass natürlich nicht jeder Student faul ist oder jeder einfach nur studiert, damit er irgendwas zu tun hat. Um Gottes Willen, ey. Das habe ich dann auch in dem Kommentar geschrieben. Wenn das so wäre, dann hätten wir nur scheiß Ärzte, scheiß Journalisten und... scheiß Anwälte und was man nicht alles studieren kann. So habe ich das nicht gemeint. Also das wollte ich nur noch mal klarstellen, dass ich hier niemanden irgendwie auf den Schlips treten wollte oder sonstiges. Ich kenne auch das genaue Gegenteil. Ich kenne diverse Medizinstudenten, die dieses Studium wahnsinnig ernst nehmen und für die das Studium auch an allererster Stelle kommt. Und dann gibt es aber halt auch immer die Gegenteile, wie gesagt. Und das ist halt so meinen Erfahrungen nach einfach der größere Teil. Aber vielleicht habe ich auch einfach nur die falschen Menschen kennengelernt. Keine Ahnung. So, ja, dann ging es hier von wegen um mein Mutterdasein, was sich so geändert hat bei mir, welche Gedanken anders sind. Und ja, das war jetzt ein Thema, das hat, glaube ich, nicht so wahnsinnig viele Leute interessiert. Nichtsdestotrotz hat es mir Spaß gemacht, darüber zu quatschen, weil das auch für mich so ein bisschen, ja, Selbstreflexion war irgendwie, weil ich auch so während der Folge auch nochmal so ein bisschen darüber nachgedacht habe und auch vor der Folge und das dann doch schon für mich ziemlich
eine ziemliche Einsicht irgendwo war, dann festzustellen, was gibt es für Dinge, die ich früher anders gesehen habe und welche Dinge allgemein haben sich bei mir verändert. Das war schon ziemlich interessant gewesen irgendwie. Und interessant war auch zu sehen, dass Jolina geschrieben hat, dass es wohl bei jenen Leuten, oder hat jemand einen Unfall gebaut? Habt ihr das gesehen? Das war nicht ich. Cool. Ja, und das Jolina, das ist wohl bei ihren Freundinnen, die ebenfalls Mütter oder mittlerweile Großmütter sind, ja, wohl ähnlich gewesen ist seinerzeit, als sie dann halt Eltern geworden sind. Und das fand ich cool. Also es gibt offensichtlich dann doch schon die ein oder andere Überschneidung, was das angeht. Ja, und dann das letzte größere Thema, was ich angesprochen habe, das war ja hier Spenden, Gammeln, so habe ich das ja genannt, Netzwerke allgemein, da ging es eigentlich in den Kommentaren gar nicht so wirklich drum, sondern eher um halt dieses Spendending, wo ich dann wirklich sehr viel Zuspruch bekommen habe in meinem Denken offensichtlich und dass der Großteil der Leute das wahrscheinlich oder offensichtlich halt auch ein bisschen merkwürdig findet, wenn sich dann jetzt irgendwelche 0815 YouTuber da hinsetzen und dann irgendwie Geld verlangen. Es gab natürlich auch die Gegenseite in Anführungsstrichen, wo dann halt gesagt worden ist, halt auch das Argument, was ich halt vorher schon gebracht habe, so von wegen, naja, man muss ja nicht spenden, wenn man nicht möchte, und das ist natürlich auch vollkommen richtig. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wer das geschrieben hatte, hat jemand geschrieben, dass es ja auf Twitch dieses Laufband, was ich halt auch gesagt habe, von wegen, dass dann da immer steht, von wegen der und der hat so und so viel gespendet, dass man das ja auch als ja kleines Dankeschön, als kleine Anerkennung für denjenigen halt sehen könnte, wenn dann da halt sein Name und so weiter aufploppt. So habe ich das natürlich noch nicht gesehen. Das mag natürlich stimmen. Das mag natürlich tatsächlich bei einigen Leuten der Fall sein und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute vielleicht wirklich den Zuschauern gar nicht irgendwie das Geld aus der Tasche ziehen wollen, aber es hat halt für mich einfach diesen unfassbaren, bitteren Beigeschmack, dieses Spenden halt. Aber da habe ich mich in der letzten Folge genug drüber ausgelassen. Ich glaube, ihr wisst, wie ich darüber denke und dass ich das überhaupt nicht schön finde. Und ja, ich habe ja dann zwischendurch immer mal wieder auch vom Adblocker gesprochen. Und da habe ich ja gesagt, naja, so viel möchte ich darüber jetzt nicht sagen und so weiter und so fort. Und dann kam dann gleich, ich glaube, Skira war es, die Idee, dass man ja auch mal über den Adblocker sprechen könnte in einer Folge. Allerdings möchte ich jetzt in dieser Folge nicht davon anfangen, unbedingt zu sprechen, weil ich die Befürchtung habe, dass dafür mir die Zeit dann einfach zu sehr wegrennt. Und das sind jetzt hier alles so geballte Themen irgendwie. Das ist mir dann bisschen zu viel. Deswegen quatsche ich einfach mal gerade so über Dinge, die mir in den Kopf kommen, ohne wirklich ein richtiges Thema zu haben. Aber ihr könnt mir natürlich echt jederzeit immer wieder Themenvorschläge machen. Und wo ich hier gerade den roten Bus vor mir sehe, fällt mir ein, dass ich ja nochmal diese eine Busgeschichte erzählen wollte und dass ich immer noch das eine Thema habe, welches mir jetzt schon seit längerem ja auf den Lippen brennt. Nichts, was ihr vorgeschlagen habt, sondern einfach, was ich mir mal von der Seele quatschen muss. Aber das, wie gesagt, ist dann auch wieder alles seine eigenen Videos wert. Und ja, ihr habt schon gemerkt, das ist im Moment so, dass ich auch hier den Euro Truck Simulator nicht wirklich regelmäßig bringe. Und dass ja jetzt hier auch wieder eine kleine Ausnahmefolge ist, weil ich ja, wie zu Anfang schon gesagt habe, eigentlich den Rabbit aufnehmen wollte, die Bonusfolge. Denn da gibt es noch etwas, was ich euch zeigen wollte unbedingt, aber irgendwie hat das, ich weiß nicht, warum es nicht gestartet hat. Ich habe Steam beendet, ich habe es wieder neu gestartet, hat nicht wirklich viel gebracht. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, na gut, dann nutzt du halt die Zeit und nimmst halt hier den Euro Truck Simulator auf. Der ja auch, wie ich schon so oft betont habe, eines der beliebtesten Sachen hier auf dem Kanal ist, wenn nicht das beliebteste. Und ich stelle gerade fest, dass ich mich irgendwie immer weiter von dem entferne, was ich eigentlich tun wollte. Also jetzt hier auf dem Euro Truck Simulator bezogen. Ich wollte nämlich, eigentlich hatte ich gehofft, dass wir jetzt demnächst in eine Stadt kommen. Aber irgendwie finde ich hier keine weitere Ausfahrt. Mann, das war eigentlich gar nicht so angedacht gewesen. Ich wollte tatsächlich irgendwie bis zur nächsten Stadt fahren. Ich hätte natürlich die Map aufmachen können und gucken können. Oh, hier ist aber was los, Kinder. Ja? Ja, ja, hier, du brauchst dich nicht vordrängeln, Freund Nase. Ja, pass mal auf, dass... Ich habe einen Unfall verursacht? Ich glaube, ich spinne. Der ist mir doch von rechts reingeknallt. Nee, also das nehme ich jetzt nicht auf meine Kappe. Immerhin hatten wir doch jetzt hier von wegen Reißverschlussverfahren, oder nicht? Einer fährt rein, der nächste fährt vor. Einer fährt rein, der nächste fährt vor.
Und was ist mit dem Pennerbus? Der fährt mir einfach von der Seite rein, oder was? Also so langsam kriege ich echt eine Krawatte, was Busfahrer angeht. Ne? Ich hoffe, kein von euch ist keiner Busfahrer. Ich kenne selber auch zwei. Super nette Menschen. Aber Leute, ihr befindet euch auf den absteigenden Ast bei mir. Hm? Denkt an die Busgeschichte. Ja, wenn irgendwann mal irgendwie ne Eurotruck Simulator Folge 500 Thema Busfahrer, dann wisst ihr Bescheid. Wahrscheinlich denkt ihr jetzt, das ist voll die tolle Mega-Geschichte und dann ist die eigentlich ist die gar nicht so spannend. Aber es ist halt wieder etwas, worüber ich mich aufregen kann. Huch, oder aufgeregt habe. Und dementsprechend muss das auch einfach mal raus, diese Frust. Habt ihr ja gemerkt, ne? Beim letzten Mal. Beim Spendenmarathon. Nein, nicht beim Spendenmarathon. Wie habe ich das genannt? Spendengammeln. Ja. Ich weiß, ich bin manchmal ziemlich frech. So, jetzt schnell. Fahren wir nach... wir fahren nach rechts rum. Komm, die fahren alle rechts rum. Das ist der Herdentrieb. Deswegen machen wir das auch. Wir fahren auch hier rum. Das ist echt so ein flinker LKW, wenn man keinen Anhänger dran hat. Das ist ganz, ganz komisch, den jetzt hier so zu steuern irgendwie. So, soll ich mal was erzählen? Ich kann doch einfach mal 10 Minuten die Klappe halten, ne? Nee, und zwar gerade eben. Also es ist gerade der... Warte mal, ich guck mal gerade auf mein Handy. Oh. Deswegen sollte man während der Fahrt nicht aufs Handy gucken. Es ist gerade der 21. März, als ich hier diese Folge aufnehme. Wir haben gerade 16.47 Uhr. Mein Mann ist gerade wieder mit dem Sohnemann unterwegs. Und gerade zuvor, also letzte Woche waren wir shoppen. Ich hatte voll Bock auf shoppen, das habe ich echt super selten. Und habe irgendwie 3 Milliarden Klamotten gekauft. Überhaupt nicht das, was ich wollte, aber dafür 20.000 andere Sachen. Nein, so viel waren es nicht. Aber schon halt Dinge, die ich eigentlich nicht, also die ich schon wollte, aber meine Priorität lag eigentlich woanders, aber habe ich halt irgendwie nicht gefunden, dafür aber zig andere Sachen. Und es ist ja so, nicht wahr, nach der Schwangerschaft ist ja nicht mehr alles ganz so schnieke mit der Figur. Und das hat mich auch, also das stört mich eigentlich gar nicht, weil ich mir immer denke, so wenn man bewusst ein Kind in die Welt setzt, dann weiß man ja, was mit einem so passiert, also als Frau. Deswegen, das hat mich eigentlich gar nicht so wirklich gestört. Ich mache jetzt seit Januar halt, ja, mittlerweile wieder ein bisschen unregelmäßiger, muss ich zugeben. Aber ich habe am Anfang ziemlich regelmäßig meine Gymnastik-Gedöns gemacht. Mittlerweile halt nicht mehr ganz so arg. Bin aber jeden Tag... Oh, guck mal, ein Zug! Wie geil! Oh, wie geil. Da fällt mir ein, ich wollte doch mal den Train-Simulator spielen mit euch. Ne? Da habe ich eigentlich auch schon lange, lange was vor. Cool. Ach, wie genial. Fahr mal weiter hier, Vogel. Fahr doch mal. So, und seit Januar, wie gesagt, habe ich dann regelmäßig meine Übungen da gemacht und so weiter und so fort. Und mittlerweile nicht mehr ganz so regelmäßig, bin aber auch jeden Tag irgendwie so anderthalb, zwei Stündchen unterwegs mit dem Kleinen und renne sowieso ganz schön viel durch die Gegend, weil mein kleiner Mann, der ist ganz schön anstrengend geworden. Der möchte gerne immer sehr, sehr viel beschäftigt werden. Und das endet dann halt mit durch die Gegend tragen oder irgendwelche komischen Krugspiele machen und so weiter. Also einfach viel Action. Und ja, offensichtlich ist es so, dass mir teilweise Sachen wieder passen, von denen ich überhaupt nicht gedacht hätte, dass ich da wieder reinpasse. Ich bin gerade eben, also just bevor ich hier diese Folge aufgenommen habe, war das so gewesen, dass mein Mann von sich eine Hose gesucht hat. Und dabei aber irgendwie zwei von mir gefunden hat. Und dabei handelt es sich um, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die nennt sich G1000. Das sind solche Outdoor-Hosen, gut für Wandern und so weiter und so fort, haben wir uns mal geholt, als wir hier in Schottland und so unterwegs waren. Und jedenfalls war da eine bei mit Größe 42. Ich sag das jetzt einfach mal, ich bin ja nicht so, ne? Ich bin ja nicht so verklemmt wie andere. Größe 42. Und diese Größe hat mir bis vor einigen Wochen nicht gepasst. Und dann kramt mein Mann halt diese Hose, die habe ich ganz hinten in den letzten Schrankzipfel versteckt, damit ich sie nie wieder sehen muss. Und mein Mann kramt halt also so rum, sucht seine Hose und findet halt diese 42er Wanderhose. Und meint dann so zu mir, hey, zieh die doch mal an, vielleicht passt die dir ja mittlerweile. Und ich so, nein. Und du weißt, wenn ich den anziehe, dann bin ich voll deprimiert und so. Weil ich eigentlich das Gefühl habe, dass sich mein Körper sehr, sehr gut seit der Geburt oder seit der Schwangerschaft erholt hat.
Aber ich wollte mir diesen Traum nicht nehmen in meiner kleinen eigenen Welt. Aber diese Hose hätte mir diesen Traum durchaus nehmen können, wenn sie mir denn nicht gepasst hätte. Und dann ziehe ich die an, Leute. Und dann kriege ich die ohne Probleme zu und habe sogar noch ein bisschen Platz. Ich bin ausgerastet. Ich bin ausgerastet vor Freude. Ich habe jetzt wieder Bock, shoppen zu gehen. Ja, das ist echt so. Und morgen am 22. Also diese Folge wird morgen wahrscheinlich, also wird nicht am 22. kommen, eher am 23. glaube ich, ist verkaufsoffener Sonntag in Nürnberg. Und zufälligerweise wollten wir nach Nürnberg auf den Ostermarkt und ja, wollen wir mal gucken, ne, was sich da so ergibt. Also das, nicht, dass das irgendjemanden interessiert oder dass ich ein Mensch wäre, der irgendwie, weiß ich nicht, also ich bin immer so, es gibt so Phasen bei mir, aber ich glaube, das hat jeder, ne? Da denke ich mir immer so, Mann, siehst du scheiße aus? Und guck dich mal an mit deiner Figur. Und dann gibt es wieder so Phasen, ah, du gibst jetzt Gas bestimmt, wenn ich dich überholen will, ne, du Vogel hier. Ah, ich überhole dich jetzt. Und es kommt mir keinen entgegen. Gut, ne? Und dann gibt es wieder so Phasen, da denke ich mir so, yes. Eigentlich kannst du voll stolz auf dich sein. Du hast ein Kind gekriegt und deine Figur ist in Ordnung. Und dann gibt es wieder so Tage, da interessiert mich das überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, meistens so, dass mich das gar nicht so interessiert. Und dann gibt es manchmal aber auch echt so Frustmomente irgendwie. Aber die sind jetzt dank dieser Hose, glaube ich, wieder für lange Zeit vorbei. Das Problem ist allerdings, ich habe jetzt vor ein paar Tagen, also wenn ihr jetzt die Folge seht, ist das tatsächlich ein paar Tage her, eigentlich war es gestern, einen Kuchen gebacken. Also keinen Kuchen gebacken, also ich habe einen Boden gekauft und habe ein bisschen Vanillepudding draufgeklatscht, ein bisschen Obst draufgeklatscht und Gelatine oben drauf. Nicht, wie heißt das eigentlich? Also ich esse ja keine Gelatine, wie heißt denn das dann? Das ist ja, also das ist aber auch so ein Zeug wie Gelatine. Wie heißt das denn? Tortenguss. Danke, Schei. Ja, bitte, gern geschehen. Tortenguss. Wisst ihr, was voll schön ist mittlerweile, ne? Immer, wenn ich so mit mir selber rede, kann ich immer sagen, ich rede eigentlich gar nicht mit mir selber, sondern mit meinem Sohn. Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwie draußen unterwegs bin oder so. Letztens habe ich gesungen, dann hat er rumgeknatscht im Kinderwagen. Und dann habe ich dann angefangen zu singen, weil er sich dann meistens freut. Komischerweise, obwohl ich echt schlecht singen kann. Ich glaube, dadurch, dass ich ihm relativ häufig vorsinge, ist es ein bisschen besser geworden, aber es ist nicht so, dass sich das wirklich andere Menschen anhören wollen. Aber der freut sich dann immer. Und dann habe ich ihm vorgesungen und irgendwie war mir das total egal, dass das 5000 andere Leute mitbekommen haben. Das ist ganz komisch. Früher hätte ich nie vor anderen Leuten gesungen. Also ich glaube, ich würde mich jetzt auch nicht hinstellen, irgendwie vor einer Menschenmenge und anfangen zu singen. Das nicht, aber ich hätte früher nie einfach so auf offener Straße gesungen. Darf ich hier 90 fahren? Ich glaube nicht, ne? Das ist bestimmt nicht erlaubt. Schei. Kannst du mal ein bisschen... Warum blinkt denn mein Handy jetzt schon wieder? So, weil hier irgendeine App... Mann, ey. Entschuldigung. Huch. So. Ich muss hier zwischendurch immer mal wieder aufs Handy gucken. Mein Mann meldet sich zwischendurch immer und schreibt immer, wie lange er noch braucht. Um 16.43 Uhr waren es noch 50 Minuten. Huch, jetzt haben wir 16.54 Uhr. So, kommt hier jetzt eigentlich bald mal irgendwie eine Stadt? Ich meine, ich kenne das ja noch von damals, als... Wow, ey, das war, glaube ich, sehr knapp. Als wir viel in Polen waren mit der Familie, da war das echt so, dass da echt weit und breit nichts war. Also Gleiwitz, die Ecke. Uah, ich muss hier links. Ich wollte nämlich in diese Stadt da. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, warte mal, wo... Hätte ich jetzt gerade ausfahren müssen? Guck mal, ich muss doch geradeaus. Warum hat der denn gesagt, ich soll nach links? Nee, Schei, halt mal an. Wieso rede ich eigentlich die ganze Zeit von mir in der dritten Person? Ey? Ich bin doch nicht blöd, oder was? Komm. Ich wollte gerade sagen, kommt da einer? Ja, fahr doch mal wieder vorwärts. Menschenskinder noch einmal. So. Ab dafür. Es geht doch nichts über leere Fahrten, oder? Mann. So, dann... Aber da stand doch links, oder nicht? Ach, ist ja auch egal. Dann werden wir bestimmt für die nächste Folge, dann werde ich dann jetzt hier, dann, wenn wir in der Stadt angekommen sind, die Aufnahme beenden. Und dann werden wir dann in der nächsten Folge, werden wir dann mal gucken, dass wir dann hier... Oh, ich fahre schon wieder viel zu rasant. Dass wir dann mal da irgendwie einen schönen Auftrag finden, der jetzt nicht allzu weit ist. So, was ich eigentlich sagen wollte,
ist, ich könnte wieder nach Katowice fahren. Nein, das wollte ich nicht sagen. Als wir halt damals in Polen waren, das habe ich gerade schon gesagt, ne, Nähe Gleiwitz, da war auch viel nichts. Aber das war so geil. Ich habe das so geliebt als Kind. Na, so die ganzen Katzen, die da so rumgelaufen sind, die man einfach so schmusen konnte und Ziegen und Schafe und. Es war so toll. Ich würde so gerne irgendwann mal wieder nach Polen. Echt, eigentlich können wir dieses Jahr in Polen Urlaub machen. Ja, nee, eigentlich macht das nur Spaß mit meiner Familie, so mit Mutter, Onkel, Vater und Schwester und so, so oldschool-mäßig. Aber halt mit meinem Mann und Kind dabei. Wäre mal eine Überlegung wert. So, jetzt sind wir ja also angekommen in Wrocław. Nein, keine Ahnung, wie das hier heißt. Das war jetzt ziemlich russisch angehaucht, ne? Nee, das war jetzt auch schon wieder voll das Klischee. Ich möchte ja gar nicht solche Klischees hier raushauen irgendwie. Fühlen sich die Russen noch beleidigt? Ich weiß ja nicht, ob jemand von euch Russe ist, der hier zuguckt. Oder vielleicht Pole ist, der hier zuguckt. Oder ein Halbrusse oder ein Halbpole. Würde mich mal interessieren, wo ihr so herkommt. Ich bin ja sowieso, ne? Ich würde ja auch gerne echt irgendwo anders herkommen als aus Deutschland. Würde ich cool finden irgendwie. Aber kann man sich ja nun mal nicht... Auch sonst eine schöne Stadt hier, ne? Das sieht schön aus. Finde ich, das hat was. So, dann fahren wir hier mal links so ein bisschen... Ach, guck mal, der kommt doch hier bestimmt gerade von irgendwo hier, von so einem Hof. Ich habe da gerade Snickers gelesen. Ne? Das liegt daran, weil ich wieder Hunger habe. Ja. Und es ist ja auch so, um nochmal auf das Thema hier Gewicht und Körper und so zurückzukommen. Es ist eigentlich gar nicht so, dass ich wirklich darauf achte, was ich tue oder was ich esse. Ne? Ich bin überhaupt nicht so ein Diätmensch irgendwie. Könnte ich gar nicht. Ne? Dafür nasche ich viel zu gerne. Ja, vielleicht auch mal ein Thema. Ne? Der eigene Körper. Fühle dich wohl. Ich fahre mal hier rechts. Hi, du schönes Auto. Ah, guck mal hier. Was ist das denn hier? Ist das hier ein Auftragsäumel? Oder ist das... Nee, ist eine Werkstatt, ne? Super. Da hinten ist einer. Komm, fahren wir einmal mit der Kirche ums Dorf, wie es so schön heißt. Hier nochmal schön mit fast 60 durch die Ortschaft. So gehört sich das. Ich glaube übrigens, dass es in Polen so ist, dass man... Ich bin mir nicht ganz sicher, ab Beginn des Herbstes ab 18 Uhr Licht anmachen muss. Oder dass man immer Licht anhaben muss ab Beginn des Herbstes. Oder dass man immer ab 18 Uhr Licht anhaben muss. Irgendwie so ist das, glaube ich. Finde ich eine coole Sache. So, jetzt fahren wir... Ach nee, hier geht's gar nicht links. Jetzt fahren wir mal links. Na, das wäre lustig geworden, ne? Ey, du Vogel, bist du nicht der Penner, der mir hier gerade reingefahren ist? Guck mal, da sind sogar Leute im Bus. Das ist ja schön. So, achso, vielleicht sollten wir auch mal wieder zur Werkstatt fahren, um unser, hier ist links, ne, ja, um unseren kleinen grünen LKW zu reparieren, ne, weil der hat da jetzt ein bisschen was hier irgendwie abbekommen, nachdem uns hier der Penner reingefahren ist, der jetzt hier schon wieder ankommt. Ich würde jetzt am liebsten so voll gern nach rechts ziehen, voll den mega Unfall bauen, aber dafür haben wir eindeutig zu wenig km/h auf den Rädern, wenn wir erst starten, so. Ich glaube, du hast Vorfahrt eigentlich, ne? Aber ist ja egal. Ist nett von dir, dass du wartest. Ich weiß, ich bin sehr einschüchtern mit meiner Größe. Da ist es schon mal besser, wenn man wartet. So, und jetzt fahren wir hier links. Ah, ist das schön. Ich glaube, wenn wir einfach gedreht hätten, wäre es besser gewesen. So, dann bremsen wir mal hier ganz vorsichtig. Und halten ganz zart vor der Linie. Schauen ins Rotlicht, wie es gelb wird und schließlich zu grün. So, und da ist ja wieder der rote Bus, hä? Gegen rote Busse habe ich was. So, ach, das kommt mir so vor, als wären wir hier schon mal gewesen. Durch so eine Einfahrt sind wir nämlich schon mal gefahren. Wisst ihr noch? In Folge irgendwas. Wow! Guckt, hier hätten wir doch Aufträge. Okay, passt auf, dann dreh ich schon mal. Nee, ist, glaube ich, doof. Weil wenn wir dann nämlich da einen Auftrag annehmen... Achso, wie ich immer nach hinten gucken will. Wenn wir dann nämlich einen Auftrag annehmen wollen, dann steht der hier bestimmt, der LKW-Anhänger. Wow, ey, ist sehr gut, Schei. Mach mal hier nicht so einen Lenz. Ach, guck mal hier! Achso, das habe ich schon mal festgestellt, ne? Jesus, hab ich hier was Rosanes an? Würde ich nie tragen. So, guck mal, wie schön ich das mache, ne? Guck mal. Aha. So. Dann warten wir jetzt hier. Schön, versperren wir den Eingang, ihr Lieben. Gehen. Oh, machen wir mal hier noch das Lenkrad richtig, wa?
So, dann drücke ich S-Kappe. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Immer schön Teamvorschläge machen. Sage tschüss und bis zum nächsten Mal.